So, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr habt euch mehr Action gewünscht. Ich hätte mir auch mehr Action gewünscht. Leider haben all unsere Projekte über den Sommer wirklich so lange gedauert. War eine vermurkste Saison, können wir leider nicht ändern. Wir haben wirklich brutal viel umgebaut. Aber ich kann euch eins vorweg sagen, es geht dem Ende zu. Und jetzt kommt auf jeden Fall in den nächsten Wochen wieder mehr Action. Und damit fangen wir genau heute an. Und zwar, wir sind bis heute noch nicht so richtig mit dem Golf 3 durch die Gegend gefahren. Da gab es auch noch ein paar Probleme. Jetzt läuft das Ding allerdings. Und ich wollte euch immer mal zeigen, wie gut über unser Kencheck-Display die Ladedruckregelung an dem Auto funktioniert. Das heißt, wir können wirklich von Dosendruck bis All-In fahren, was man will. Und das machen wir heute mal. So, als allererstes zeige ich euch nochmal, wie dieses ganze System aufgebaut ist. Als allererstes hier einmal nochmal, wir haben das Auto nochmal umgebaut. Wir haben jetzt ein geschlossenes Pop-Off verbaut, weil in den ersten Folgen hat man ja das Problem gesehen, offenes Pop-Off mit dem Original Steuergerät. Wir fahren hier immer noch das originale VR6 Steuergerät drin, hat nicht funktioniert. Deswegen jetzt geschlossenes Pop-Off, alles nochmal umgebaut, funktioniert hervorragend. Das Besondere an unserem System ist eigentlich hier. Und zwar, wir haben ein sogenanntes 4-Port Ladedruckregelventil verbaut. Und das Besondere an diesem ist, dass wir sowohl die Unter- als auch die Oberkammer von unserem Wastegate besteuern können. Normalerweise arbeitet man immer nur mit einer Kammer von beiden. Und wir haben aber den Vorteil, sobald der Lader Ladedruck macht, geht der Druck in unser Ventil. Das Ventil kann zwischen 0 und 100% quasi entscheiden, ob es auf die Unter- oder auf die Oberkammer geht. Das heißt, wenn wir jetzt Dosendruck fahren wollen, geht 100% von dem Druck auf die Unterkammer. Der Kolben vom Wastegate drückt sich auf, kompletter Abgasstrom kann an dem Turbolader vorbei. So, nun können wir allerdings, wenn wir viel Ladedruck stellen wollen, können wir den Ladedruck benutzen und auf die Oberkammer drücken. Das heißt, wir drücken mit der Feder zusammen den Kolben in die Richtung und halten das Ventil geschlossen. Das hat einfach den Vorteil, dass wir nicht mit einer extrem harten Feder arbeiten müssen, sondern wir können eine relativ schwache Feder nehmen. Das heißt, wir können auch wenig Ladedruck fahren, können aber zusätzlich auch viel Ladedruck fahren, indem wir die Feder mit dem Ladedruck unterstützen. Für Frontantrieb sehr wichtig, weil wir wollen ja in jedem Gang einen anderen Ladedruck fahren, damit die Räder nicht durchdrehen, und das funktioniert wirklich geil. Das heißt, wenn wir einfach nur Dosendruck fahren, machen wir ungefähr 0,5 Bar. Je mehr wir stellen, je mehr wird's. Wir haben bisher bei ungefähr 2,5 Bar aufgehört. Ich denke, da ist aber auf jeden Fall noch Luft nach oben. Und dieses breite Band zum Stellen macht Spaß, aber das werdet ihr gleich sehen. Wir können nochmal, ich habe zufälligerweise gerade ein paar Wagen hier, wir können nochmal kurz den Golf wiegen. Wir haben nämlich gerade die Limo gewogen, da will ich aber noch nichts zu verraten, aber jetzt wiegen wir auch einmal nochmal schnell den Golf. Gucken wir, ob ich stark genug bin. Ich kann auch einfach fahren, fällt mir ein. Rein theoretisch, ja. So, wir haben die beste Erfahrung gemacht auf den Wagen, immer noch mal einmal vor- und zurückfahren, dann kommt das beste Ergebnis bei raus. So, jetzt der spannende Moment. Vorne 387. Plus 156. Schon mal vorab, bitte keine Kommentare dazu, wie gut diese Wagen jetzt vorne, hinten, links, rechts anzeigen. Der Boden ist komplett krumm und schief hier. Das passt natürlich gar nicht. Uns interessiert aber auch wirklich nur die gesamte. Und nochmal 332. Wow. Okay, das ist leicht. Tank ist halb voll. Und wir haben 1101 Kilo. Das ist ja nix. Ja. Weißt du noch, was er vorher gewogen hat? Nö. Aber ich glaube, das ist ungefähr das Gewicht, wie so ein Golf 3 ohne Ausstattung original wiegt.
Das heißt, wir sind ungefähr bei dem Gewicht, wie er sonst auch im Vierzylinder wiegt. Krass. Theoretisch ist nichts dran leicht gemacht, aber es ist auch nichts schwer gemacht. Deswegen, ich rechne es noch einmal zur Sicherheit nach. Ja, Tatsache. 1100 Kilo mit halbem Tank. Das finde ich wirklich krass leicht. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte jetzt irgendwas getippt, so um die 1150, 1200, so in dem Bereich. Aber mit voller Ausstattung, halbem Tank. Wir setzen uns rein und gucken mal, was die Laderegelung macht. Das ist echt eng hier drin. Also ich muss ja auch sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich mich für so ein Auto nochmal so begeistern kann. Weil es ist einfach nochmal wieder so back to the roots, so komplett was anderes. Ne? Frontantrieb, man sitzt hier Schulter an Schulter fast drin. Ne? Ja. Das ist einfach cool. So, ja, also wir fangen jetzt gleich an. Gar keine Taktung, Dosendruck. Wir können über unser Kencheck-Display hier, können wir wie gesagt die Taktung beliebig einstellen, wie wir wollen. Wir fahren einfach nur eine feste Taktung. Das heißt, wir werden jetzt mal fahren 0%. Das sind dann ungefähr 0,5 Bar und sollten so Pi mal Daumen, ich sag jetzt mal 400 PS sein, so den Dreh hätten wir glaube ich auf dem Prüfstand. Dann machen wir weiter mit 10% Taktung, 20%, 30% Taktung. Und diese 10% sind aber nicht 10% mehr? Nee, das ist einfach, das ist schwer zu sagen. Natürlich können wir jetzt nicht sagen 0%, 50%, 100%, weil ab einem gewissen Prozentbereich wird einfach nicht mehr kommen. Weil Turbolader zum Beispiel am Ende ist. Achso, okay. Ja, aber 1100 Kilo, da bin ich immer noch geschockt. Da muss ich nachher auf jeden Fall einmal eine Referenzmessung machen und muss irgendwie mal ein originales Auto drauf fahren oder so und gucken, wie genau die Wagen sind. Wir haben gerade mal nochmal zur Sicherheit zum Beispiel schon mal René reingesetzt und haben dann nochmal geguckt und das hat genau gepasst. Alleine dieser VR6 Single Turbo Sound ist halt immer wieder, ist halt irgendwie geil. Ja. Erstmal ein bisschen warm fahren. Auf wie viel Grad fährst du den warm? So 70? Ja, so, ich sag immer so, wenn es geht, so, ja, so 5 Kilometer mit ein bisschen Drehzahl und so, kann nie schaden. Jetzt erstmal scheinbar Stau angesagt. Wie lange wurde jetzt an dem Wagen schon gebaut, dass er auf diesem Stand ist? Ja, wir haben ja angefangen damit, ich glaube im Februar. Dann haben wir relativ intensiv bis ungefähr bis kurz vorm See, bis Mai geschraubt. Und jetzt dann haben wir immer nur noch Kleinigkeiten gemacht, dass das soweit alles passt. So, was ich auf jeden Fall gerade schon mal sagen kann, ist, wir haben selbst jetzt schon gerade im dritten Gang 0,9 Bar gemacht. Das zeigt ganz gut unsere Temperaturen draußen. Es waren heute Morgen 3 Grad und jeder Turbofahrer kennt das, je kälter es draußen wird, je mehr Ladedruck macht der Motor. Und hier ist es wirklich krass, weil ich weiß, im Warmen hat er ungefähr immer 0,5 gemacht, im Sommer. Das heißt jetzt schon 0,9, schon viel. So, und hier sieht man jetzt zum Beispiel auch schön, wie der Ladeluftkühler funktioniert. Wir hatten vorm Ladeluftkühler 61 Grad. Maximalwert und nach dem Ladeluftkühler 17 Grad. Mit der Spiegelung ist leider nicht ganz so gut zu erkennen. Ja, egal, da müssen die Leute mir jetzt einfach glauben, was ich da vorlese. Die Zahlen sind natürlich auch so klein, dass Marius sich schon über beschwert, dass er es nicht lesen kann. Ich habe zum Glück ganz gute Augen und kann das gleich erspähen. Ja, das war jetzt irgendwie hier gerade eine Nullnummer. Ich kann dir noch nicht sagen, was hier auf einmal jetzt los ist, aber es staut sich. Ich befürchte auch leider, das wird so bleiben, ne? Also ich würde auch hier runterfahren. Krass finde ich, dass trotz geschlossenem Pop-Off das Ding immer noch so abpfeift. Ja, die Geräuschkulisse ist echt krass.
Ja, wie ihr gerade gehört habt, Traktion ist selbst so schon mega. Das war jetzt Dosendruck, 0,9 Bar, zweite Gang dreht schon nichts mehr durch. Das ist, der klebt auf der Straße. Ja. Für Dosendruck, ne? Dosendruck heißt die kleinste Leistung, die wir fahren können. Ja, kleinste Leistung, die wir aktuell fahren können. Ah, wie man hört, ist halt ein Golf 3, ne? 150 schon, kannst du dich ja kaum drin oder ein. Ja, wenn du drauf latscht, lässt der Motor gehen. Ja. So, das waren jetzt 0%, um mal schon mal so ein bisschen Gefühl für zu kriegen. Jetzt fangen wir mal an mit 10%. So, man müsste eigentlich gleich im zweiten Gang schon die 10% hören, weil im zweiten Gang fängt er dann nämlich schon an, ein bisschen durchzudrehen. Ja, sag ich ja, der zweite Gang fängt dann gleich an, ein bisschen zu kratzen. Das ist heftig, ehrlich. Für jemanden wie dich, der so welche Leistung ja eigentlich gewohnt ist, ist das wahrscheinlich gar nicht so krass, aber für mich... Ja, ich bin wirklich fasziniert davon, wie krass das Ding Traktion hat. Ja. So, ne, weil wir reden hier von einem Frontantriebauto. Und trotzdem beißt sich das Ding so richtig in den Boden und man merkt ja, wie es so schiebt. Ne? Ja. Man darf natürlich immer mit diesem Auto nicht vergessen, wir sitzen halt nur in einem Golf 3. Das heißt, das muss man auch immer mit Vorsicht genießen. Ne? Weil, ja, es ist jetzt halt kein, es ist keine Limo als Beispiel. Ne? Ja. Es ist keine Limo, da muss man schon immer so ein bisschen, dann doch ein bisschen Respekt vorhaben, was so Fahrverhalten, Bremse und so weiter angeht. Wir sind zwar hier mit dem H&R-Fahrwerk schon wirklich safe unterwegs und die S3-Bremse mit den EBC-Scheiben, das funktioniert auch gut, aber ja, sind halt nur 1100 Kilo und dementsprechend muss man da halt immer ein bisschen vorsichtiger rangehen. Da hört man jetzt halt, wie er so leicht anfängt durchzudrehen, ne? Aber trotzdem noch nach vorne geht. Ne? Ja. Ich finde ja am allergeilsten bei so einem Turbomotor ist immer dieser Bereich, wenn der Lader so gerade anfängt, so ein bisschen so zu spulen. Ja. So, das ist der Bereich, finde ich, der am meisten, so, am meisten schockt. Ist halt, er ist halt eigentlich fast alltagstauglich. Ne? Also alltagstauglich ist jetzt ein bisschen übertrieben mit dem Jaulerei und dem Dröhnen so, ne? Aber es ist jetzt auch nicht so, dass das Auto irgendwie unfahrbar ist. Ne? Nee. Was denkst du, wie viele Kilometer würde so ein Motor halten? Also jetzt bei der Leistung, ich sag jetzt mal hier dieser 1,3 Bar, wird der unkaputtbar sein. Auch wenn du die ganze Zeit damit spielst. Ja, das denke ich schon. Also 1,3 Bar für ein VR6 ist jetzt nicht so exorbitant krass, dass man da Schiss haben muss. Ne? Was denkst du, was für eine... Ja, man sagt immer so, ab 2 Bar ist es dann schon so, dass es alles aus Material geht. Man darf immer nicht vergessen, wir fahren hier noch einen Serienkolben. Ne? Ja. Also hier wird immer am Ende das Problem der Serienkolben sein. Und wenn man den tauschen würde, dann wäre es wieder anders. Ja.
bis wohin könnte man dann? Also ich glaube schon, angenommen man würde jetzt noch einen vernünftigen Kolben hier reinmachen, dann würde man mit 2 Bar wahrscheinlich irgendwo so im Bereich von 700 PS fahren und das würde so ein Motor schon ein paar tausend Kilometer abkönnen. Okay. So, jetzt gehen wir mal auf 20%. Jetzt müsste sich langsam was tun und wir müssten so in Richtung 1,82 Bar kommen. Langsam was tun. Ich bin ja immer so ein Drehzahlfahrer. Ja, das merke ich schon. Ich fahre so ein Auto immer so bei 4.000, 5.000 Umdrehungen. A, weil es einfach vom Klang her geil ist. Und du schonst den Motor damit, dass du halt nicht immer in diesem krassen Drehmoment-Peak fährst. Ne? Es gibt ja viele, die fahren immer so aus dem Keller und nehmen den kompletten Punch von dem Turbo mit. Aber das ist genau das, was so ein Motor am Ende. Das müssen wir jetzt leider piepen. Ja, aber Ladeluftkühler funktioniert richtig gut. Wir fahren die ganze Zeit ohne Wassermethanol, weil die Wassermethanol geht erst bei 1,5 Bar an. Und wir haben vor dem Ladeluftkühler 120 Grad schon gehabt und nach dem Ladeluftkühler 30 Grad. Das heißt, er hat immerhin schon 90 Grad runtergekühlt und das ist schon sportlich. Klar, ist jetzt natürlich auch kalt draußen und so, ne? Und war jetzt noch nicht richtig Druck, aber das funktioniert. Ich finde das beängstigend, wenn du sagst, dass das noch nicht richtig Druck war, ja, weil er jetzt schon absolut schiebt. Ja. Nee, das ist schon krass. Was denkst du, wenn er richtig gut funktioniert, was er beim Race fahren könnte? Also ich glaube, wenn alles funktioniert, müsste das Auto auf einer halben Meile so 280, würde ich sagen. So 280 muss eigentlich. 280 muss eigentlich gehen. Und habe ich zu viel gesprochen, dass man merkt, dass sich was tut? Nee, das ist echt. Tut sich wirklich was, ne? Ja. Ich merke auf jeden Fall unterm Fuß, eine Sache müssen wir noch machen. Ich muss die Kupplung noch mal entlüften. Okay. Da muss irgendwie sich noch ein bisschen Luft gebildet haben oder so. Man merkt so, wenn ich schnell reintrete, dass es ein bisschen zu lange braucht zum Trend. Ja, das ist schade. Ich hatte die Hoffnung, dass wir ein paar Zeiten antesten können. Aber bevor wir jetzt das Getriebe runterjuppeln, weil die Kupplung nicht trennt und die Synchronringe dann kaputt gehen, das war das lieber erstmal. Aber wir können ja noch ein bisschen Gas geben, ohne zu schalten. Das macht echt Spaß. Heftig, ne? Ja. So. Jetzt habe ich erhöht auf 30. Das müssten jetzt so, müssten schon 2 Bar sein. Ja, heftig. Wie du siehst, da tut sich was. Man muss auch richtig aufpassen, wie man fährt und so weiter. Das ist auf jeden Fall nichts für Fahranfänger dann mehr. Nee, definitiv nicht. Bei 2 Bar. Waren jetzt auch schon 2,4 Bar. Das ist schon. Da wird sportlich. Ist auf jeden Fall
halt krass, wenn du reintrittst, wie das wirklich so nach vorne geht. Ne? Ja. Also ich bin eigentlich kein Schisser, aber ich glaube, auf dem Race würde ich mit dem Ding nicht fahren wollen. So, also ich bin da wirklich zum Glück ruhig geworden. Ich würde jetzt auch für kein Video der Welt oder irgendwas hier was riskieren. Ne? So immer einmal in einem Gang anladen ist immer okay auf so einer freien Autobahn hier, aber ich würde jetzt hier auch nicht. Also es ist auf jeden Fall schon zu krass, dass wir jetzt hier irgendwie eine Zeit fahren könnten oder so. Ja, ne? Definitiv. Ja. Also jedenfalls nicht mit dem Ladedruck. Genau. Also schon mal geil, dass das alles so funktioniert. Ja. Und nicht zack, Welle an, weil wir reden hier von Serienantriebswellen. Das darf man immer nicht vergessen, ne? Stimmt, ja. Plus Traktion des Todes. Also das ist schon geil, dass das so funktioniert. Ich würde auch sagen, wir nehmen mal einfach ein bisschen Druck lieber wieder raus. Ja, das wäre mir auch lieber. Wir gehen mal auf 25, das sollte, glaube ich, die gesunde Mischung sein. Weil jetzt gerade waren es mit 30% gerade schon 2,4 bar. Und ja, wir müssen es ja nicht provozieren. Ich wollte euch mit dem Video einfach nur mal so ein bisschen zeigen, wie so ein Auto fährt. René kannte es auch noch nicht. Nee. Dadurch, dass wir das jetzt ja auch erst seit einem Jahr zusammen machen und bisher die Autos eigentlich nur zerlegt waren, ist das ja auch noch Neuland. Aber ich habe es auf jeden Fall noch nicht gehört, dass René sagt, ja, er würde lieber aussteigen. Weil ist auf jeden Fall zum Beispiel krasser als im R8 und so, ne? Ja, weil du hier einfach Angst hast. Ja, es ist wirklich so. Also, da wird dir schon, ich glaube, das kann man, wenn man selbst nicht drin sitzt in der Bude, nicht nachvollziehen. Kannst, ne? Du es nicht nachvollziehen. Ja. So 20% war noch okay. Jetzt machen wir mal 25. Okay. So, und da fängt er halt auch sofort an durchzudrehen dann im zweiten, ne? Ja. Da reicht doch einfach so ein ganz kurzer Sprint in einem Gang, einfach nur so 20, 30 km/h reicht da schon aus, dass man erahnen kann, was hier passiert, wenn man wirklich mal voll durchzieht. Ne? Ja. Also ich möchte nicht hier drin sitzen, wenn man hier mit voll durchzieht. So, das waren jetzt 2,0 bar, habe ich gar nicht so schlecht getippt, haben wir die Regelung auch ganz gut im Griff. Aber alles ab 2 bar ist schon krass. Ich denke auch, das steht dann auch schon richtig gut Leistung an. Ja. Und ich muss ehrlich sagen, das ist auch für mich schon krasser, als wenn ich mit der Limo fahre. Weil selbst die Limo auf volle Leistung fährt 10-mal schöner als so. Ja. Ja. Beschleunigung, Limo krasser, aber halt einfach sicherer. Ne? Ich bin mit der Limo noch nie mitgefahren. Ja. Brutal. Wirklich brutal. Ich habe das in einem Video schon als Kommentar geschrieben, dass jedes Mal, wenn ich den hier sehe oder auch den Golf 2 von Marius sehe, dass ich dann auch Bock habe auf ein eigenes Projekt. Mhm. Weil es macht einfach... Ja, es ist halt brutal Arbeit, aber man kann halt dann schon immer die Momente genießen, wenn sowas mal läuft. Ne? Wenn es läuft, macht es halt Spaß. Ne? Ich glaube, es kann auf der Welt... Also für einen persönlich, es kann gar nichts so schlimm sein, dass wenn du dich in dein Auto setzt, dass du nicht wieder gute Laune bekommst. Weißt ja, außer man setzt sich rein und es geht kaputt. Ja gut, dann ist natürlich richtig Baustelle, aber... Was bei solchen Autos leider auch öfter mal vorkommt. Ja. Ja, wir haben es überlebt. Wir haben ein bisschen Action, ein bisschen Material. Ja, ich würde sagen, als nächstes geht es weiter, wie wir dem Ding hier ein bisschen geradeauslauf verpassen. Und... wir sehen uns im nächsten Video.